Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Flash-Game-Projekt, welches lautet Resident Evil 2. Und wir werden hier gleich mal unseren Kollegen in den Kopf schießen. Ich meine natürlich nicht. Ja, Einstellungen kann man eigentlich nicht so viel machen. Und wir werden einfach mal auf Spielen klicken. Und sehen, dass es bei Okuma Created ist und sponsert bei Armor Game. Okay, hier sind wir im ersten Level. Das habe ich schon gespielt. Wir können hier ein bisschen rumballern. Zum Beispiel die Kisten. Haben wir schon mal ein Eichchen gefunden. Das erste Level habe ich schon etwas gespielt. Okay, die können wir anscheinend nicht abballern, die Viecher. Okay, noch eine Kiste. Ja, Mist, nichts drin. Können wir eventuell noch irgendwas anderes kaputt machen? Ne, leider nicht. Da müssen wir also weitergehen. 700 Punkte haben wir im ersten Level gemacht und Target Practice ist easy. Ach du heilige Scheiße. Das geht ja schon gut los. Scheiße. Eieiei, das habe ich mir irgendwie leichter vorgestellt mit dem Flash-Game hier. Besonders weil meine Mausgeschwindigkeit jetzt relativ langsam ist. Aber wir haben es anscheinend geschafft. Success. Und da haben wir 880 Punkte noch ergattert und werden jetzt in das nächste Level. Okay, das scheint unsere alte zu sein. Und da hinten steht einer mit der Axt, die wir nicht abschießen können. Sie könnten mir abschießen, habe ich ausprobiert, aber dann wäre sie tot. Und wir gehen jetzt mal rein und... Oh, Zombiehasen! Ah! Uah, Zombiespinne! Ekelhaft! Ekelhaft! Alter Schwede! Okay, noch mehr Hasen. Okay, wir haben es anscheinend geschafft. Die Kisten machen wir noch kaputt. Können wir noch irgendwas abballern? Ja, anscheinend nicht, dann werden wir in das Haus reingehen. Oh, ein Spiegel! Emo Leon 5G, reading this forelates you limited currently. Ah, okay. Microsoft Windows and Mirrors. Okay. Wir können also nur nach links gehen oder hier die Treppe. Boah, ist ziemlich im Arsch. Okay. Was haben wir denn hier alles? Okay. Oh, eine CD. Was? Okay, geiles Gimmick. Mehr können wir leider nicht kaputt machen. Die Pflanzen auch nicht, das ist schade. Aber hier müssen wir halt in den nächsten Raum. Failing passes lowers our health, but still low security. To protect. Ich glaube, ich hab's gelöst. El Gigantos Path, easy, victory conditions, survive. Okay. Holy fuck. Holy fuck. Stirb. Ja, wir haben es geschafft. Alter, mein Mausfinger. Vor
Final Result. 1640 Punkte, sehr nice. Und wir haben überlebt. Und weiter geht's anscheinend. Kann man das Seil hier irgendwie kaputt machen, ne? Oh, wir haben ganz schön Leben schon verloren. Medipack war jetzt, glaube ich, mal richtig angebracht. Okay. Was ist das denn hier? Für die Fledermausviecher. Ist ja voll ekelhaft hier mit dem. Au, ich glaube, ich habe meinen Knöchel gestaucht. Okay. Dann muss man ja nicht kaputt machen. Got Chocolate. Okay, da ist Blut. Ah, ich kann das hier kaputt machen. Und ich kann jetzt entweder da lang gehen oder beim Blut. Ich glaube, wir gehen mal hier lang. Ach du, holy shit. Ah, wieder ein kleines Rätsel. Tatarata. Scheiße. Nein. war es das jetzt? Weil das Ding da ist nur oben. Okay, uah. Alter. Sexspinne, was haben wir denn hier? Keine Ahnung, was das war. Ah, Medikits oder sowas. Okay, wir sind jetzt in der Regenschirmfabrik anscheinend irgendwie unten drin und müssen alles kaputt machen. Neue Challenge. Bulldozer Joy. Okay. Ihh. Ah, ne, scheint freundlich zu sein. Okay, das ist nur relativ. Kann ich auf den Mond eigentlich schießen? Was muss ich denn hier machen? Ist das richtig, was ich hier mache? Auf jeden Fall Punkte dazu. Also muss es ja einigermaßen richtig sein. Okay, wird aber jetzt schon etwas langweilig. Ja, Success. Final Result. 1310 Punkte. Okay, nächstes und Director's Office. Wow. Alter. Ist das nun ein Zombie oder nicht? Okay. Also wir können keine schwarzen Zombies beschießen. Das war doch nochmal rassistisch. Warum werden die ausgegrenzt? Geiler Regenschirm. Warning? Hm. Oh, Boss. Ich treffe das Vieh irgendwie nicht. Scheiße, ich bin gleich... Was muss ich mit dem Vieh machen? Wo muss ich da hinschießen? Ich kann irgendwie... Nein! 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 You are dead. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen musste. Müssen wir jetzt von neuem anfangen? Holy shit. Naja, dann mache ich erstmal einen kleinen Folgenstopp. Und werde, ja, mal sehen, ob ich das noch weiterspiele. An sich macht das eigentlich relativ viel Spaß, besonders, ein paar lustige Einlagen. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen musste. Oh.
Ups. Ja. Egal, wir sehen uns in der nächsten Folge vielleicht wieder. Wenn ich bis dahin nochmal komme und vielleicht rausgefunden habe, wie ich das Ding besiegen kann. Aber bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß und bis demnächst, euer Glogo.